Dieser Film zeigt uns die derzeit älteste noch im Betrieb befindliche Elektrolokomotivtype Österreichs. Die Baureihe 1080 war 1924 für Güterzüge in 16 Exemplaren gebaut worden. Die Maschine mit der Achsfolge E, das heißt 5 angetriebene Achsen ohne Vor- und Nachlaufachse, sind 77 Tonnen schwer. Die drei mittleren Achsen sind mit je einem Tatzlagermotor ausgerüstet und untereinander sowie mit den motorlosen Endachsen mittels Stangen gekuppelt. Die kurzen Vorbauten vor den beiden Führerständen enthalten Hilfseinrichtungen. Die Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern reicht heute für den durchgehenden Güterverkehr nicht mehr aus, sodass die Lokomotiven hauptsächlich für Sammelzüge und schweren Verschub verwendet werden. Ich habe die frisch ausgebesserte 108001, die allererste dieser Maschinen, im steirischen Bahnknotenpunkt Tieflau gefilmt. Dort ist sie vor allem mit frühmorgendlichen Milchsammelzügen unterwegs. Der Milchwagen wird dann dem Eilzug nach Selztal Richtung Molkerei mitgegeben. Als betriebliche Besonderheit ist der hier gefilmte Vorspann bei einem Güterzug durchs Gesäuse zu nennen. Thank you.
Thank you.